Ich sitz gerade in der Bahn und auf einmal kneift's im Darm. Lautes Blubbern von da unten, ich lass leise einen fahren. Doch ich merke, da kommt mehr, die Backen fest zusammengepresst. Einfach irgendwo ausgestiegen und schnell ins Gebüsch gesetzt. 3 Minuten Scheißalarm, braune Soße unter mir. Der ganze Arsch ist voller Kacke, wo ist nur der Klopapier? Oh, hier standen YouPorn, gepflegt mal einen runterholen. Kacke, es ist viel zu spät, Schwiegereltern kommen bald schon. Standard-Playlist drin, gekloppt, Entspannung pur, ich komme schon. Klopfen, klingeln an der Tür, Hose noch schnell hochgezogen. Alle Tapik voll gekleckert und es riecht nach Wichse hier. Deo sprüh ich in den Raum, wo ist nur das Klopapier? Wo ist das Toilettenpapier? Wo ist das Toilettenpapier? Grad noch pünktlich angekommen und dann erstmal einen saufen. Kratz mich nur kurz im Gesicht und ich merk den Eiter laufen. Sie guckt übelst angewidert und lässt mich alleine sitzen. Hätte ich doch nur Klopapier, um die Soße wegzuwischen. Feierabend, ab nach Hause, erstmal kräftig scheißen gehen. Auf dem Weg Klopapier aus dem Restaurant mitnehmen. Lieber Herr Gesangsverein, die Bude hat noch gar nicht offen. 100 Meter Dauerlauf und die Soße ist am Tropfen. In die nächste Kneipe rinnen, als Alibi noch schnell ein Bier auf den weißen Thron gesetzt. Verdammt, wo ist das Arschpapier?